Frankfurt gegen Barcelona, das Highlight in der Europa League im Hinspiel der Viertelfinalrunde. Frankfurt in den schwarzen Trikots, zuletzt nur 0:0 gegen Greuther Fürth. Da läuft es bei Barcelona besser, aber Frankfurt hatte erstmal mit den Fans im Rücken hier ordentlich Oberwasser. Erste Möglichkeit, Boré schließt ab. Etwas zu hoch angesetzt dieser Schuss, Ter Stegen muss nicht eingreifen. Der FC Barcelona seit dem 20. Januar ohne eine Niederlage in dem Pflichtspiel. Das ist eine Serie, die sich definitiv sehen lassen kann. Ferran Torres zu Aubameyang, der plötzlich frei vor Trapp. Aber auch der Schlussmann der Frankfurter zeichnet sich aus. Gerade mal 8 Minuten waren hier gespielt. Es war ein richtig sehenswerter Beginn am Donnerstagabend hier in Frankfurt. Keine Viertelstunde gespielt. Kostic über die linke Seite. Boré, Kamada. Daichi Kamada, das vielleicht noch so ein bisschen seine Schwäche. Ansonsten ein genialer Fußballer. Was den Abschluss angeht, ist da noch Luft nach oben. Der ist jetzt nicht schlecht und es ist gut gehalten von Marc-André Ter Stegen. Aber der kann auch mal sitzen aus dieser Distanz. Nun Barcelona, Pedri zu Jordi Alba und da ist das Traumtor. 27. Minute. Tuta grätscht wohl zu früh. Deswegen hat Jordi Alba noch die Möglichkeit, einen Moment zu überlegen und platziert ihn dann perfekt unter die Latte. Und das war jetzt die beste Phase von Barcelona. Pedri, Aubameyang, Frenkie de Jong komplett alleine gelassen. Nun schwamm die Fälle davon bei Eintracht Frankfurt. Ein Dicker orientiert sich dann noch fälschlicherweise auf den ersten Pfosten. Und so steht es dann nach 45 Minuten 0:2, obwohl Frankfurt eigentlich lange Zeit ebenbürtig war. Aber sie hatten ja auch noch Zeit, das Ganze in der zweiten Hälfte gerade zu biegen. Doch Barcelona war besser und nahm den Schwung aus Halbzeit 1 mit. Große Möglichkeit zum 0:3, doch Kevin Trapp ist auf der Hut, verkürzt den Winkel und da ist er dann zur Stelle. Frankfurt musste aber nochmal kommen. Boré ist im 16er, legt nochmal zurück auf Lindström. Kamada scheitert wieder, aber Boré setzt nach und macht das 1:2 in der 78. Minute. Die Hoffnung, sie war zurückgekehrt. Erst wieder nicht so gut von Kamada, gut gehalten von Ter Stegen, aber direkt abgewehrt. Boré köpft ihn ein. Da kommt dann Ter Stegen nicht mehr gegen an. Es gab noch die Möglichkeit in der Schlussminute. Daichi Kamada, Daichi Kamada. Zweite Minute der Nachspielzeit. Dreht sich hier nochmal ganz gut um seinen Gegner herum. Der Abschluss dann aber nicht gut genug. Ter Stegen hält das 1:2 fest. Keine unmögliche Ausgangslage für Frankfurt. Vor allem in der Schlussphase waren sie nochmal stark. Aber das wird richtig schwer dann im Rückspiel im Camp Nou.